Bei Leroy, ja, wie lange hat es gedauert? Zwei, drei Wochen. Und dann haben wir uns auf eine Summe geeinigt, die für Schalke, muss ich sagen, die für uns so hoch war, dass wir sagen mussten, wir können einfach nicht mehr anders. Wir haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung dem Club gegenüber. Und bei Leroy wusste jeder, dass er im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel hat, die erheblich niedriger war. Und jetzt ging es einfach darum, was bringt uns dieses Jahr? Und bei einer gewissen Summe, ohne dass ich die 50 jetzt so bestätigen möchte, war einfach der Punkt gekommen, wo wir Ja sagen mussten.